jetzt rein in die Vollversion, nein, in die Early Access Version, aber wieder im Koop. Paul ist wieder dabei. Hallo Paul. Ja, moin. Wir probieren jetzt mal Greyzone Warfare in der Early Access Version aus. Schauen mal, was die Server sagen. Und vor allem, wir haben wieder neue Charaktere. Das heißt, das Inventar ist jetzt hier standardmäßig in der 35-Euro-Version erstmal vollgelegt mit ein bisschen Zeug. Und wir haben ja zum Glück jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung. Vielleicht verlieren wir nicht gleich alles in den ersten paar Runden. Aber wir sehen auch schon, das Inventar ist ehrlich gesagt gar nicht mal so groß. 10x25 von diesen kleinen Plätzen hier ist es und ist dann auch relativ schnell voll. Aber wir können vor allem auch die Tasks von den drei Händlern hier wieder annehmen. Das mache ich jetzt auch mal. Das ist einmal die First Recon. Da sollen wir die Tankstelle, den Convenience Store und das Demolished Building besuchen. Beim Gunny sollen wir die, das sind die Kisten, die wir markieren sollen, ne? Mhm. Ach, genau. Siehst du, da sind ja auch hier sogar noch mal die, wo das eigentlich ist, oben die Bilder. Das habe ich gar nicht so richtig registriert, ne? Ups, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Und sehr gute Spieleredakteure. Ja. Und jetzt nehme ich auch mal die Markierungen mit. Ja. Genau, also da oben, genau, also da wären jetzt hier die, das sind die zwei Locations. Auch bei Handshake sieht man noch mal ein bisschen, wie die eigentlich aussehen. Und dann haben wir hier Lab Rat und die will ihre Medizinsachen haben. Und da, genau, da haben wir jetzt ja auch inzwischen gelernt, wie das funktioniert. Dann rufe ich uns jetzt mal einen Hubschrauber. Ja. Wir gehen hier auf Landezone 2. Wo gehen wir dann zuerst hin? Zu den Mets, oder? Ja, aber das ist ja auf dem Weg. Also ich würde dann so einen Bogen durch die Stadt schlagen, dass wir die erst die Mets holen und dann holen wir uns die Recon-Geschichten. Und eigentlich sind ja, das müsste eigentlich alles ganz gut auf dem Weg liegen, weil auch das Markieren. Nee, scheiße. Ist doch nicht. Scheiße, ich bin falsch. Aber kann ich wieder aussteigen? Ja, doch, lass das. Nein! Ah doch! Mein Gott, das wäre schnell schief gegangen. Er geht mir jetzt mit seinem Messer auf Mission. So, da kommt es dran. Er sagte gerade ETA 30 Seconds. Ja. Das wäre übrigens was, wo ich gesagt hätte, da hätte man, das hätte Bezahlinhalt sein können, dass man für den Hubschrauber andere Skins sich holen kann. Und dann quasi, wenn man seinen Hubschrauber ruft, dann hat er vielleicht ein bisschen andere Cameo. Das wäre was, wo ich sagen würde, das wäre ein guter Bezahlinhalt. Der würde das Spiel überhaupt nicht stören. Also ich meine, er sollte vielleicht nicht pink sein. Völlig, aber nicht dieses oder von wegen, dass wenigstens ein Schild dran steht, wo der hinfliegt. Ja. also nicht dieses Zeug mit dem einfach mehr Items, die es einfach mehr Items ins Inventar legen. Das ist halt echt. Das ist halt einfach eine scheiß Grundeinstellung für was man seinen Kunden gibt und was nicht. Ja. Das ist einfach nicht mehr, sondern du gibst den anderen nur einfach weniger von dem, was sowieso da ist. Das ist halt nicht irgendwie wie ein Story-DLC dazu oder so. So. Aber. Wo fliegt denn der hin? Ach guck mal, der dreht hier nochmal so eine extra Runde. Ja, der dreht sich schon mal um für den Take-Off wahrscheinlich. Ach scheiße, weißt du, was ich jetzt vergessen habe? Ich habe vergessen, mir ein anderes das Zoom-Visier zu holen. Ah, ich habe nur das Punkt-Visier. Oder beziehungsweise dieses. Alles wird schon gehen. Wie heißt das nochmal? Die nennst du? Holosight. Holosight. Wo bist du denn? So, wer bist du denn jetzt? Ich bleib mal stehen. Ja, okay, dann. Ich bin zu deiner Rechten. Nee, du bist. Das ist hier, links. Hey, Moment mal, waren da jetzt gerade 5 Leute im Hubschrauber drin? Da sind noch ein paar Leute mitgeflogen, auf jeden Fall. Ich dachte, man kann nur maximal 4 in den Hubschrauber nehmen. Stimmt, das sind 3, ne? Ja. Krass. Also wir gehen zum Wasserturm. Ja. Mal gucken, ob hier vorne auch schon an der ersten Hütte welche gespawnt sind. Da bin ich echt mal gespannt, wie sie das auf Dauer anders machen werden, weil sie müssen da ja doch mehr Dynamik reinbringen, weil du lernst ja die Orte ansonsten schon sehr auswendig irgendwie nach einer Weile. Ja, wobei das natürlich auch cool sein kann. Also die Location an sich schon, aber die
Spawn-Locations ist halt ein bisschen schwierig. Oh ja, das sind Leute. Noch einer hinten. Den vorderen habe ich. Ja. Links. Da ist noch einer. Ja. Guck mal, diesmal drei, ne? Mhm. Das ist neu. Wir waren bislang nur zwei. Oh, hast du Medizin bei? Mal gucken, was habe ich denn? Light Bruce, Chess, hör ich nicht mal hier, Painkiller. So, ich habe ja wieder keine Schlüssel. Das heißt, ich untersuche mal die Leichen, ob da Schlüssel dabei sind für die verschiedenen Locations im Ort. Wo ist denn der letzte, den der war? Hier. Hat er was dabei? Ich schaue. Ein Energy Drink hat er. Ja, nimm mit. Kann man gebrauchen. Es ist laggier als in der Version. Ja, oder? Ich meine, ich habe jetzt höhere Frames, weil ich so ein paar Sachen umgestellt habe. Ich habe jetzt auf Cascology, also auf FSR, was ich noch nie gemacht habe. Aber sie sagen halt, irgendwie funktioniert die LSS auf niedrigen, schwächeren Grafikkarten nicht so ordentlich. Ah, okay. Ich habe höhere Frames, aber es fühlt sich trotzdem fummeliger an. Fummeliger. Ist doch mal einer, ne? Wo bist denn du? Ah, ich bin hier, genau. Seh dich. Links von mir. Ja, aber ich glaube, dieses, dass es sich so ein bisschen laggig anfühlt, das ist eher tatsächlich Netz. Ja, Server, ne? Also, das sieht man so richtig, dass die Figuren ein bisschen mehr zappeln, also auch du. Ja. Positionierung. Gut, jetzt sind halt natürlich wahrscheinlich die Server auch deutlich voller. Wenn ich jetzt mal hier raufschaue, also es können ja bis zu 48 Leute können auf dem Server sein. Genau, also bei uns war im Camp ganz schön was los. Na, schau mal auf die Karte. Der ganze Ort ist voll. Siehst du das? Oh ja, krass. Ja, das, Heißt aber auch, man muss ein bisschen vorsichtig sein, auf wen man feuert. Und vor allen Dingen, es kann natürlich jetzt auch extrem täuschen, wenn man Schussgeräusche hört. Vorsichtig, ich gehe hier die kleine Treppe hoch. Mhm. Wie man da eigentlich hört. Okay, ich gehe die Treppe wieder runter. Ich gehe zu dem Gelände neben dem, neben dem Wasserturm. Unser Standardeingang, ja? Ja. Ist eigentlich ganz, ganz gut. Also da kommt man eigentlich. Vielleicht sind wieder her. Ich schau mal rechts hier auf den Platz, dass nicht, dass hier jetzt irgendwas steht. Und ich lad mal speisenshalber nach. Wo bist du jetzt? Ah ja, ich sehe dich. Ich bin hinter dir und guck jetzt erstmal hier aufs Feld. Was jetzt natürlich auch sein kann, ist, dass die Locations teilweise vielleicht sogar schon relativ leer geballert sind. Weil die Gegner ja für alles spawnen. Ja, da wäre es doch gut zu wissen, wie schnell die nachladen. Schießt oder du auch daran? Nicht. Ja, da drüben ist gerade einer aus dem Zelt rausgerannt gekommen. Hm. Hier rüber. Ich komm mit. Bin auf der Mauer. Bleib kurz auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Fritz. Hier runter. Ich gehe langsam links rum. Oh, ich glaube, da feuert jemand auf der Straße. Hab einen. Hier auf das Zelt auf der rechten Seite. Oh, hier links von uns. Links? Warte mal, scheiße, ich komm zu dir. Wo bist du? Ich habe ihn links. Auch nicht. Du hast ihn. Ja. Ich sehe dich am Zelt. Puh. Bin rechts neben dir. Bist du getroffen? Nein. Zum Glück nicht. Ich bin zu gut. Krass, aber schon mal los hier. Ja. Das klingt aber auch. Weiß ich nicht, ob das ein Spieler war. Das klang sehr nach einem Spieler. Vorsicht, ich gehe in das Zelt rein von vorne. Ja. Komme aus dem Zelt raus. Das ist aber kein Spieler, glaube ich. Bin rechts neben dir. Ja. Geh hinten an dir vorbei. Bin jetzt links neben dir. Ja, wenn du möchtest, kannst du ihn einmal looten. Ich deck dich einmal. Der hat noch einen, dieses, Gauss, oder Gauss. Ah, ja. Falls du davon welche brauchst, ich hab den im Inventar. Hab auch schon welche gefunden.
Was wir jetzt natürlich nicht haben, ist der Schlüssel für den Loot Crate hier hinten. Ja, ich meine, wir haben ja ein paar Leute umgehauen, also. Stimmt, die könnten die haben, ne? Ich guck mal die erste Leiche hier vorne an. Die scheint jetzt ein Compound weiter zu sein. Was natürlich jetzt auch passieren kann, ist, dass die, dass andere Leute natürlich die Schlüssel erstmal kriegen. Ja. Weil sie vielleicht die Leute looten. Also das ist dieses mit dem, wie die Schlüssel spawnen, das ist halt ein bisschen Glücksspiel. Ja. Dann ist SKS dabei, cool. Wo bist denn du noch? Ich bin hier auch. Ich gehe mal in den Laden rein, wo das Paket liegt. Und jetzt habe ich das Paket nämlich auch. Ja, das hast du gerade noch im Video, weil die Szene eingebaut. Mhm. Es war auch die du erschießt mich Szene eingebaut. Ja, die habe ich gesehen. Sehr ehrlich von dir. Dann nehme ich das immer mit. So. Das ist auch, ja, sehr gut. Okay, alles klar. Das heißt, wir können eigentlich hier aufs Nachbargrundstück und. Ja, Moment, ich gucke einmal die Waffe an, die ich gefunden habe. Was sind wir hier denn? Ja. Oh, was hast du da? Ja, ich stehe auf dem Auto und habe aufs Nachbargrundstück geschossen. Mietpreise sind die niedrig halten, ne? Ach, aber weißt du, was wir machen können? Wir können zur Formel gehen und da den ersten Crate markieren. Ja, das können wir machen. Das ist hier nämlich runter die Straße. Ich bin vorne am Ausgang. Oh ja, ich bin auch da. Hier an der Wand lang. Mit dem Gestrüpp, das finde ich echt immer noch so geil. Ja, dass sich das so wegbewegt, ne? Ja. Sehr cool gemacht. Oh Gott, das wäre hier. Hier ist ein offenes Tor, da könnte jetzt natürlich was sein. Ich glaube, das ist... Da ist aber noch nie jemand gespawnt. Also da ist eine von den Leichen, die man finden kann. Später in einer von den Missionen von der Ärztin. Hm. Sieht hier relativ clean aus. Ich guck mal rüber. Oh ja, doch, hier. Hallo, Schlag. Auf der Straße links runter waren auch nochmal zwei. Oh, stark. Ich hab sie beide erwischt. Ich bin rechts neben dir. Ja. Wo sind denn die? Du siehst hier jemanden runter den Weg? Nee, ich dachte. Ich höre ihn. Oh, shit! Da steht er. Da, wo du gerade standst. Ja, stark. Oh, der ist von hinten irgendwie angerannt gekommen. Boah, zum Glück konnte er nicht schießen, ey. Warte mal, lass mich mal kurz checken, wie viel ich noch nicht habe. 26. 16, das geht auch noch. Lumberyard. Vorsicht, da kommt einer raus. Der habe ich natürlich getroffen. Müssen wir einmal verbinden. Da kommt noch einer. Oh, der muss mich hier entdecken. Wow, auf der Straße ist noch einer. Ich kann gerade nicht. Bin leer. Geh in Deckung. Ja. Komm, bind dich schneller, Junge. Das Gefühl, die sind agiler. Ne? Da. Oh, scheiße. Ja. Ey, jetzt. Gottes Willen, ey. Jetzt ein Visier, ey, das wär's gewesen. Ne? Wie viele Leichen hier so rumliegen, krass. Warte mal, bleib mal in der Position, lass mich mal von hinten checken, ob der, ob hier noch welche drin sind. Aber erstaunlich agil, also, das hat mich jetzt nicht so überrascht. Neue Pistole, cool. Der Holzhof scheint aber... Also wenn da jetzt noch was steht, ne? Der scheint recht leer zu sein. Ich muss auch kurz meine Munition... Wo bist denn du ungefähr? Ich bin bei den drei Leichen, die da lagen, ein bisschen weitergegangen. Also bist du schon im Dings drin, im Holzhof?
Ja, so halb. Vorsichtig, ich komme wahrscheinlich jetzt bei dir gleich irgendwie raus. Ja. Ich sehe dich links von dir. Ah, ich sehe dich. Genau. Okay. Hast du die Leichen schon gecheckt? Ja, habe ich. Keine Schlüssel, aber eine neue Pistole. Ich hole mir mal, warte mal, da drüben ja lag ja noch einer. Der auf dem... Okay, nicht mehr viel Munition. Irgendwo im Gebüsch hatten wir doch einen erwischt. Ah, hier. Ich wechsle mal auf die SKS hier. Der hat aber nichts. Na doch, Tofu hat er dabei. Das nehmen wir mal. Zack, falls wir nachher doch Hunger bekommen. Oh, Tofu auf den Grill schmeißen. Er isst es ja gleich aus der Dose. Ja. Diese farb- und formlose Paste, die er da hat. So, hier kann man rein. Und bist du da hinter dem... Da? Ich bin unten, eine Etage tiefer. Wenn du jemanden siehst, ich bin's nicht. Aber es kommt jemand rein, es kommt jemand rein. Ja, kommt aber der hat aber mich garantiert gesehen, aber hat nichts gemacht. Also der muss mich gesehen haben hier oben. Ja. Oder er ist... Ja, der ist außen rum. Ja, der wäre noch ein richtiger Text-Chat, wäre halt noch gut. Ja, es gibt ja nur den Voice-Chat. Ja. Ich hab den Schlüssel für die... Okay, da hab ich gesehen und ist weitergegangen. Also alles cool. Für die Chat hast du gefunden? Nee, ich habe den Schlüssel für die Dings gefunden, für die Arztpraxis, aber die brauchen wir erst später. Okay. Ich gehe mal zu dem Lager, wo wir das Ding markieren sollen. Ja. Wow. Wo bist du denn? Das ist hier vorne. Hier vorne. Ja, wo bist du? Ich bin noch beim... Du bist irgendwie links von mir. Ach, du bist auf der Straße. Ja, ich sehe dich. Ja, genau. Hier in dem Gebäude drin. Da. Ah ja, stimmt, ja. Kannst du markieren. Hä? Oh, ich bin so doof. Hast du Tracker nicht mitgenommen? Ich habe sie in meinen. Ich habe sie in mein Dings gelegt. Oh Leute, genau das gleiche habe ich auch gemacht. Ich hab sie quasi angenommen. Sie liegen in meinem Inventar, aber im Inventar in der Basis. Wir sind Helden. Ah. Scheiße. Na gut. Na gut, aber dann machen wir die Aufklärungsrunde. Ja. Das heißt, wir... Ich stelle hier ein bisschen in Deckung. Wir können zum Dings, zum... wir können hier durch. Oder hier... Oh. Die Straße runter steht einer. Wo bist denn du ungefähr? Ich bin wieder in der Shed. Okay, komm mal raus. Ja. So, dann holen wir uns jetzt schnell den Convenience Store. Ja. Der ist nämlich hier die Straße runter. Ist natürlich wirklich mal spannend zu wissen, wo eventuell und wann die nachspawnen. Hier auf dem Gelände sind auf jeden Fall welche, weil das ist irgendwie eine Basis von denen. Ja, da sind zwei Spieler sind da auch. Ich habe gerade auf der Karte geschaut. Ah ja, die sind aber jetzt wieder, die sind jetzt wieder raus. Ja. Aber haben wir hier was zu suchen eigentlich? Nö. Auf dem Gelände nicht. Ja, dann muss auch kneifen. Da drüben ist ein anderer Spieler. Und der läuft ohne Kopf rum, Mensch. Ja, das ist wohl noch ein Bug, wo sie es eigentlich sogar schon gefixt haben wollten. Ja, ich habe es gesehen, Hotfix heute. Genau, hier ist der Supermarkt. Mhm. Geh mal von hinten rein. Ja, ich bin dabei. Ja. So, die Mission ist erfüllt. Gehst mal für mich zum Rewe. Ich finde es geil, dass man kann nicht durch die Fensterscheiben durchschießen, ne? Oh, das ist gut zu wissen. Das sollte wenigstens gehen. Ja, das ist auch wahrscheinlich ein Bug, der noch... Not working as intended. Genau.
So, wo müssen wir denn noch hin? Ich war mir übrigens nicht sicher, was das eigentlich jetzt so von der Technik her ist, ne? Weil das doch so viele, so mit Lumen und Nanite und so, so viele Unreal Engine-Elemente drin hat. Das ist die Unreal Engine 5. Und dieses Scala ist nochmal irgendwie was anderes, was noch irgendwie dazu ist. So ganz habe ich es nicht geschnallt, aber jetzt ist es eine Variante davon oder noch eine andere Technologie, aber es ist auf jeden Fall die Unreal Engine 5, mit der das hier gebaut ist. Weil das, dann, die Art und Weise, wie das mit dem Licht umgeht und so, das kam mir alles so bekannt vor. Wenn du hier zum Beispiel auf den Tresen schaust, dieses leichte Wabern immer, was drin ist. Das ist so klassisches Lumenbeleuchtung, dass da immer so eine leichte Bewegung drin ist. Mhm. So, wir können... Wollen wir jetzt zum Demolish Building? Das ist, glaube ich, hier am nächsten. Da habe ich einen Waypoint gesetzt, dann müssen wir nach Osten. Ziemlich genau. Oh, hier liegt einer. Hat schon einer aufgeräumt. Genau, da drüben ist ja dann das Warehouse fürs Markieren wieder, was jetzt natürlich nicht geht. Was? Hier hat auch jemand aufgeräumt. Ja. Das Dumme ist, wenn die Schlüssel dabei gehabt haben... Dann haben sie die wahrscheinlich. Flasche Wasser, wenn du möchtest. Nee, ich trinke gerade eine Brause. Eine leckere Brause. Das passt. Muss gucken, ob ich mal irgendwas zu mir nehmen muss. Ach ja. Ich würde über die Baustelle jetzt hier gehen, damit wir das markieren. Wo bist denn du? Ja, ich stehe hier in der Garage. Ich höre mir gerade was. Ja. Erstmal eine Knackung. Oh, auf der Straße. Die Straße runter, sind sie? Ja. Na komm. Ich habe echt das Gefühl, dass die agiler sind. Ja, also voll. Dass die mehr so rauskommen. Ich muss mir einmal kurz nachladen. Das dauert einen Moment, weil ich hier die Patronen einzeln nachlege. Lustigerweise, also haben wir schon wieder ganz schön viel Munition verbraucht. Ja, ne? Und ich hatte extra noch eins meiner Assault Rifle Magazine rausgenommen. Ich dachte, ja, so viel wird es ja nicht sein. Ja, Pustekuchen. Aber ich habe diesmal jetzt das gleich richtig gemacht und mir gleich jede Menge Kugeln einfach so in die Tasche gesteckt. Nicht ganze Magazine, sondern nur so viele Magazine, wie ich in meiner Dienstweste tragen kann. Und dann kannst du die Kugeln einfach in die Magazine wieder stopfen. Genau. Aber heißt das, dass du mir vielleicht ein paar Kugeln abgeben kannst? Ja. Beziehungsweise wahrscheinlich eher nein, weil ich habe gar keine mehr. Also sie sind jetzt so. Alle in den Magazinen. Okay. Ich glaube, die sind aber schon alle rausgerannt gekommen. Oh, nee. Oh. Bist du das? Nee, bin ich nicht. Ich bin hinter dem blauen Truck. Ich glaube auch. Es klingt aber... klingt sehr nach einem Spieler. Lass uns hier links weitergehen. Also lass uns hier nach Nordosten weitergehen. Genau. Das hat ihm jetzt wehgetan, da einmal rüberhoppen, oder was? Stimmt, bei mir auch. Was sagt er? Hurt. Beine verletzt. Ja. Die Ibu schmeißen und dann geht das wieder. Blutverlust oder sowas? Nein. Aber ist das tatsächlich das Richtige dagegen? Ist das gegen Hurt? Ja. Ja, das Iberlin. Das geht sofort weg. Und direkt hinter dir. Mit so einem Gewehr sollte man auch nicht unbedingt pushen, aber gut. Oh. Sollen wir ganz kurz die Karte checken? Also ich vergesse mal, dass ich auch noch M habe als Karte. Ja, so nah sind die aber nicht. Also kann auch sein, dass das eine KI war, die geschossen hat. Mhm. Ich schalte so oft immer ins Dings, ins große Menü, obwohl ich ja diese kleine Karte aufrufe. Ja, aber ich mag auch die große lieber. Einfach, weil ich da reinzoomen kann. Ja. Oder dann geh du mal da durch. Ich gehe außen rum, also links neben dir außen rum. Ja. Ich steige jetzt hier wieder über die Mauer. Vorsicht, hier sind andere Spieler unterwegs. Oh ja. Was sollten wir nochmal? Zum Demolish Building. Ah ja, okay. Bist du das hier neben mir? Nein. Nee. Das sind zwei Spieler gerade.
Ah, ja, du bist gerade über die Mauer gekommen. Ja, genau. Ne? Okay, pass auf, wir gehen zum Demolish Building, geht's hier lang. Ja. Ach, die kommt tatsächlich auf und mit. Ja, Vorsicht. Bist du gerade in das Haus rein? Ja, ja. Okay, Vorsicht. Ich gehe außen links um das Haus rum. Richtung Nordosten. Wir sind zu zweit hier im Gebäude. Okay. Wir sprechen dann nicht mehr über. Lass mal durch das Restaurant gehen. Wo bist denn du? Ich bin jetzt links vom Gebäude. Und das ist ja kein Gebäude. Gehst du die Straße runter? Nein, nein. Du bist das hier, ne? Nee, ich stehe hier bei den anderen. Ah, hier bin ich. Ah, ja. Hier. Spring. Lass mal hier durch das Haus durchgehen. Ja. Ja, ja, es leckt deutlich mehr. Ne? Hier drüben müsste jetzt das. Genau, hier drüben ist das Motel. Und da drüben ist die Construction-Site. Tja, wenn ich mal wüsste, wer da auf wen feuert. Ganz schön viel Action, wirklich. Motel discovered. Ich glaube aber nicht, dass die mehr spawnen. Nur weil mehr Leute in der Gegend sind. So, Objective complete. Nee, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. So, und die Bauconstruction ist direkt daneben. Ich gehe jetzt raus aus dem Modell. Ich bin da schon drauf. Bist du da schon? Ja. Ah ja, wunderbar, habe ich auch. Du bist hier hinter den Steinen, ne? Ja, genau. Okay. Das heißt, wir können... Dann laufen wir jetzt hier zum Dings, zur Gasstation noch, oder? Gasstation, genau. Und da rennen wir jetzt die Straße parallel runter. Ja, aber dann lass mich mal vorher aufputschen. Oh, ich habe tatsächlich... Was habe ich denn hier an den Beinen? Sagt er mir nicht, was genau. Die sind ein bisschen angeknackst. Kann ich den Splint benutzen dafür? Ah, bin ich. Habe ich auch. Wenn ich den Splint direkt drauf mache, dann sagt er auch, dann macht er das grün. Ich habe auch noch dieses RT. Ach, guck mal, jetzt ist es geheilt tatsächlich. Oh, der eine. Ich muss ihn aber zweimal benutzen, ja, ja klar. Noch zwei Beine. Ich hoffe, dass sich auf den Arm wickelt, aber hey. Blutflow kann man auch machen. So, ich trinke noch einen Schluck Wasser. Auch. Und dann düsen wir die Straße runter. Ja, aber eher hinterhofmäßig. Ja. Bei den Hinterhöfen stehen die Leute ja auch, also. Ja, aber nicht so. Nicht so doll. Ich bin hier gerade über den Zaun geklettert. Ich komm hinter dir, ja. Ja. Tuck, tuck vorbei. Ich bin direkt hinter dir. Okay. Oh, eine Kippe hier auch. Gerade noch frisch. Mal kurz checken, wie viel Munition ich drin habe. Ich bin ist okay. Noch Lungenkarre. Hier können wir rüber. Ja. Und dann düsen wir hier lang, wa? Ja, ich würde sagen, genau. Gehen wir hier hinten hinter den Häusern lang. Das müsste relativ safe sein. Mhm. Ja, müsste und relativ, ne? Obwohl ich ja auch schon mal eine schöne Schrotladung abbekommen habe. Ja. Schrot finden habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Habe mich noch nicht getraut. Ich habe einmal ausprobiert und fand sie super scheiße. Ja, das habe ich auch gehört. Von einem Kumpel, der jetzt angefangen hat zu spielen. Also da musst du so Close Quarter gehen. Also, ja, das weil, ist doch. Also einer, so weit wie die Engagement-Distanzen hier sind. Ja. Das ist ja locker mal so 15 Meter oder sowas, wo du auseinander stehst. Oh, Vorsicht, hinten den Dings runter.
Und jetzt hinten am, am na, wo bist du denn? Am Bürger, ich bin den Zaun nach hinten entlang. Siehst du ihn direkt vor uns? Ja. Ich sehe zwei sogar. Sind zwei, ne? Ja. Das ist aber... Das ist eine Etage höher. Ja. Vorsicht, ich gucke nur mal kurz nach vorne. Mhm. Ich will mal Bürgermeisterhaus sagen. Wie heißt es denn richtig? Town Hall. Rathaus, so rum. Rathaus. Oh, hier ist ein Kopfloser. Oh, tatsächlich. Oh, warte mal, den will ich... ist ja nur kein Grund, hier gleich den Kopf zu verlieren, ne? Also... Er cheatet, da kann keine Headshots passieren. Oder noch ein bisschen Munition für meine Knifte, das ist nett. Warte, hier lag doch noch einer. Mhm. Ja. Krass, ey. Krass. Ja, da oben ist ganz schön was los. Oh, ich zieh mir mal einen Riegel rein. Ja, hier oben in diesem Viertel, da sind mehr oder weniger drei Häuser, wo sie dann immer spawnen können. Aber wir können erstmal hier weiter. Ja, mit. Man merkt echt schon die Serverprobleme beim Spielen. Das ist. Ja, es ist jetzt halt voll, ne? Insane. Für sowas macht man halt vielleicht auch einen Stresstest, bevor man seine 100-Euro-Version verkauft. Oder sie kauft, also auch aus Kundensicht. Ja klar, man kann natürlich immer sagen, es ist ja auch Eigenverantwortung des Kundens und das stimmt auch zu einem gewissen Grad. Nichtsdestotrotz, ich glaube, hier ist ein Spieler gestorben. Das ist der Kopflose. Ja. Ja, Moment mal, wenn der hier gestorben ist. Der andere ist woanders hingelaufen, glaube ich. Konnte mir auf jeden Fall seine Waffe nehmen. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt hier als Spieler stirbt, dass man ja dass ja die Chance deutlich größer ist, dass vielleicht dann doch ein anderer Spieler über meine Leiche stolpert. Ja, auf jeden Fall. Aber der hat ja jetzt ja auch nichts dabei, also der ist ja wirklich hier nur nackig rumgelaufen. Doch, ich habe mir seine Waffe geschnappt. Ja gut, das war eine Waffe, aber keine Rüstung, kein anderes Equipment. Nee, nee, aber es war immerhin eine, warte mal, das ist eine AK. Eine AKMN mit einem Sichtverbesserer drauf. Oh. Also nicht Vergrößerung, aber zumindest hier so ein Visier. Im Holovisier. Ja. Ich decke nach links ab. Ja, okay. Rechts scheint clear. Schau mal, diese rote Hütte mit dem Vordach. Ja. Scheint aber nichts zu sein. Da tauchen nämlich öfter mal welche auf, weil hier in der Nähe ist auch ein Banditenlager. Dann lass uns doch da mal rübergehen zu diesem. Vorsicht, direkt vor uns auf der Straße steht einer. Den Weg runter. Da. Oh Gott, ich hoffe, das war ein anderer Spieler. Nee, okay, war ein Gegner. Ach, wer so verloren in der Gegend rumsteht. Du hast die Straße nach rechts runter im Blick? Ja, ich gehe gerade langsam rüber. Weil da ganz hinten steht was, aber wir haben nur in Ruhe lassen. Oh, da hinten sehe ich Leute rumrennen. Krass! Hinten an der Gasstation. Oh, Gottes Willen, der habe ich getroffen. Das aber war das der andere Spieler? Nee. Muss mich aber einmal verbinden. Ey, die haben aber echt Zielwasser getrunken, die Freunde. Den habe ich. Wie geht's dir? Ging mir schon mal besser. Brauchst du was Medipack-mäßig? Ich hab noch. Ein bisschen. Ich huste. Keine Ahnung, was ich dagegen tun kann. Ich glaube, das kannst du nur abwarten. In der Zeit kann ich nicht den Atem anhalten, um besser zu zielen. Genau. Also ich weiß noch nicht genau, ob es da vielleicht was dagegen gibt, aber meine Erfahrung war, dass man da nur warten kann bislang. Oder ist noch was bei den weißen Trucks, aber es kann auch ein Spieler sein. Nee, das ist kein Spieler. Welche weißen Trucks?
Kein Wasser-Truck. Da links, diese weißen Container. Wo bist denn du? Ach, da. Ich ziel auf die... Ah, ich sehe ihn. Nice. Erwischt. Oh, 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 aber irgendwas schießt hier noch auf uns. Ja. Lass uns mal hier nach rechts an die Wand rangehen. Ah, nee, ja, nee, nee, das ist von da drüben. Das kommt irgendwie von da drüben, weil ich habe gerade Kugeln in die Wand einschlagen sehen. Das kommt von der Tankstelle. Ich sehe ihn auch. Links neben dem Werbeschild. Okay, lass mal einen Positionswechsel machen. Ja. Hau mal ab, wir gehen nach hinten auf die Straße wieder zurück. Ja. Oh Gott, ich höre hier an der Mauer fest. Warte kurz. Munitionscheck. Du bist gerade. Ich stehe auf der Straße 2, ich nehme den linken. Siehst du den? Ich sehe den auf der Hauptstraße. Warte mal, ist das ein Mensch? Nein. Der kommt. Oh, die, sind doch, die sind doch agiler, ja, die haben gegen jemand anders mega gekämpft. Das finde ich aber geil, also dass da mehr Bewegung jetzt drin ist. Das ist wesentlich hektischer jetzt alles, krass. Geh links weiter ins Haus. Und ich bin, ach, links. Hinter dir. Ich bin am Tuk-Tuk. Mhm. Jetzt bin ich hier. Achte darauf, dass du jetzt nach hinten links relativ offen bist. Ja, ich würde auch in Richtung, lass uns in Richtung Tankstelle gehen. Ja. Bin neben dem Tor. Mhm. Okay. Ich würde rechts auf der anderen Straßenseite auf den Hügel gehen. Ja, mach das mal. Ich guck mal, ob ich kurz einfach Ausschau halte. Hier rüber über den Hügel, auf der anderen Seite runter. Die Tankstelle sieht bislang relativ clear aus. Da war auch ein Spieler auf der anderen Seite der Tankstelle. Also der könnte auch noch aufgeräumt haben mit. Stimmt, der rennt da hinten an dem anderen Haus rum. Zu dem umgefallenen Wagen. Hm, ich bin dabei. Das kam aus dem Ort, ne? Das kam wieder hinter uns, ja. Hier rechts um den umgefallenen Container vorbei. Ich schaue schon auf die Karte. Da. Ja, da sind drei verschiedene Spieler im Ort, wo wir gerade noch waren. Also das wird das sein. Ich schau mal die Rückseite auf der Tankstelle. Sieht aber gut aus. Ja, ich bin auch da. Es klingt teilweise echt so nah. Okay, Tankstelle ist erkundet. Sehr gut. Geh mal rein. Mhm. Nur meine Pistole in die Hand. Ich habe das Gefühl, ich höre... Keine Stimme. Rechts von uns ist... Osten. Ost, Südost, irgendwie höre ich definitiv eine Stimme. Da war was, ne? Ja. Aber siehst du ihn auch? Ich weiß nicht, ob das der Spieler ist. Nein, das ist nicht der Spieler. Ich nehme ihn mir. I know where you are. Glaube nicht. Kollege. Hast du ihn, ne? Ich hab's gesehen. Ja. Oh, hau, hau, hau. Freunde, Freunde. Bisschen hier. Ja, der eine ist jetzt am Ortsausgang. Ah, ich habe den Lumberyard-Schlüssel gefunden. Oh, geil. Hier hinten, ey. Was? Ja, die spawnen, glaube ich, für den Ort dann einfach zufällig. Das gilt dann für den ganzen Ort. Wollen wir dann nochmal zurück zum Lumberyard gehen? Und ich habe den Schlüssel für den Dock. Den hatte ich aber schon mal. Nee, das bringt uns ja nichts. Da gehen wir das nächste Mal hin, wenn wir die Marker dabei haben. Ja, wollen wir dann zur Landing Zone 1 müsste das sein, oder? Ich würd mal gucken, ob wir hier die 3 freischalten können, weil die muss ja ach, hier die sein. Stimmt, die ist ja hier einfach nur das Feld hoch. Genau. Ne? Und jetzt machen wir das doch. Ist halt die Frage, ab wann wird die wohl freigeschaltet? Wollen wir mal. Pass auf, ich rufe mal einen Helikopter und gucke mal, ob der jetzt einfach schon bei uns landet. Zur 3 kommt, ne? Weil irgendwie ist es so ein bisschen weird. Wie soll man die denn finden? Also, ich meine. Wie läuft man denn die Karte ab? Alpha 1 oder Alpha 0? Ne, Alpha 2 hat er jetzt gesagt. Das ist dann Quatsch. Kann ich ihn wieder abbestellen? Nee, kannst du glaube ich nicht. Ja, ich glaube jetzt mal weiter in die Richtung. Ja, ja, ich. Also ich hoffe, dass die Abdeckung relativ groß ist, was Aufdeckung angeht. Weil sonst kann jedes Feld hier sein. Was weiß ich, was ist denn jetzt noch Landing Zone 3? Ne?
Das mit dem, dass da mehr unterwegs sind, dass jetzt quasi überall immer ein bisschen rumgefightet wird, das hat schon auch was, ne? Von der Stimmung her. Naja, was ganz anderes. Vorher war es ein bisschen mehr Stealth und jetzt ist es halt wesentlich mehr Action auf einmal. Und es ist ja, und es ist trotzdem halt noch nicht ganz so, sagen wir mal, komplex jetzt wie ein Arma. Mhm. Das ist doch nochmal eine andere Erfahrung. So, jetzt haben wir Alpha 3 entdeckt. Ja, man muss aber schon relativ, relativ nah ran, also. Okay, aber bis auf einen Quadrant drumherum hat es jetzt gereicht. Genau. Bin ja noch nicht mal ganz da. Ey, und mein Waypoint, den ich mir so als ungefähre Zielmarkierung gesetzt habe, der war on point. Also der war genau richtig. Krass. Buch mal einen Hubschrauber? Ja. Aber macht er bei mir nicht. Achso, wahrscheinlich, weil ich ja gerade meinen gerufen hatte zu Alpha 2. Ja, das müsste aber egal sein. Also ich meine, es gibt ein Maximum an Helikoptern, die unterwegs sein können. Aber es müsste eigentlich egal sein. Kann ich die irgendwie canceln oder sowas? Nee. Hm. Er reagiert auch einfach gar nicht auf meinen Befehl. Weird. Oh, ich hab Hunger. Oh, ich hab Durst. Und Hunger. Das könnte wegen meiner auch noch ein bisschen zurückhaltender sein. Ja. Ich meine, in den Ortschaften ist es nicht schlimm, weil du ja die Leute relativ gut looten kannst und so. Ja, mir geben solche Survival-Mechaniken eigentlich nichts. Nee, mir auch nicht. Also. Und auch so dann mit ja, auch dieses ganze Heilzeugs, das bin ich so, ja, nice to have. Medipack hat's auch getan. Ja, ja, wirklich. Also am Ende schmeißt es ja auch nur wieder rauf und ist wieder nur ein bisschen was, wie viel mehr musst du mithaben. Also so taktisch ist es auch wieder nicht, zumal du ja, wenn du überlegst, bist du ja dann trotzdem nach 5 Minuten wieder komplett geheilt. Also das ist ja. Von daher ist es eh Quatsch. Unsinn. Ja. Ja. Okay, jetzt habe ich mein Surgery Kit benutzt. Das hat geholfen tatsächlich gegen Boosten. Warte mal, können wir vielleicht einfach mit dem mit zurückfliegen? Das können wir mal ausprobieren. Go, 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 go! Nein! Warte doch! Ihr Schweine! Du Sau! Aber der macht da drüben was ganz Cleveres. Der hat einen blauen Helm auf. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine dumme Idee. Um sich abzusprechen. So ja, ne? Bei nächster Gelegenheit mal zu gucken, wie man sich vielleicht ein bisschen bekleidungstechnisch anpassen kann. Blauer Helm finde ich gut. So, jetzt musst du noch mal gucken, ob du den Heli rufen kannst. Der kommt erst in einer Minute bei Alpha 2 an. Da können wir es natürlich hindüsen, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ja, ich glaube, eine Minute schaffen wir nicht. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Also 1,20 jetzt. Na gut, dann machen wir hier die Folge zu Ende und machen in der nächsten weiter, wenn wir die Signalmarke uns geholt haben und die nächsten Missionen vor allem auch. Ja. Beziehungsweise also im Lager dann, genau. Also, war aber ein guter Start, finde ich. Also, ja, warum? Bis gleich. Bis gleich.